Ja, ist einfach kontostandabhängig. Fertig. Das heißt, du brauchst ja, du musst ja eine Summe festlegen anhand deines Lebensstils, die du brauchst, wo du sagst, hey, damit komme ich mindestens die nächsten 6 Monate zurecht, eher vielleicht sogar die nächsten 12 Monate zurecht. Und wenn ich diese Summe zusammen habe, dann weiß ich ja, dass selbst wenn ich jetzt nichts tue, ich die nächsten 6 bis 12 Monate mit meinem jetzigen Lebensstil gut zurechtkomme und habe dann ja die Freiheit und Möglichkeit, nur noch Sachen zu machen, auf die ich wirklich Lust habe. Das kannst du natürlich auch vorneweg schon machen. Na, nur ist immer die Frage, in welcher Situation man sich halt so ein bisschen befindet. Normalerweise, wenn du halt als Videograf oder als Agentur oder sonst was startest, dann fehlt dir natürlich ein bisschen Erfahrung. Dir fehlen ein paar Referenzen. Aber vor allem ist es die Erfahrung und das Wissen, was dir fehlt. Aber das kriegst du nur von anderen Menschen und über Zeit. Also du musst mit anderen Menschen zu tun haben und du musst dir Zeit geben, um halt entsprechend zu wachsen. Weil wenn das von Anfang an ja schon zu 100% gegeben ist, bevor du dein Geschäft startest, dann kannst du ja von Anfang an alles so machen, wie du Bock darauf hast, weil du ja sowohl das Wissen hast, als auch schon die nötige Zeit, um das machen zu können. Wenn du jetzt aber loslegst mit mangelndem Wissen, wenig Wissen, so dann wirst du entsprechend halt Fehler machen oder Angebote machen, die du so normal in Zukunft nicht nochmal machen würdest oder ähnliches. Und das machst du dann halt so lange, vor allem wenn du es Vollzeit selbstständig machst und du auch abhängig davon bist, machst du es ja so lange, bis du so viel Geld zusammen hast, dass du es nicht mehr machen musst. So, also es ist einfach nur kontostandabhängig. Und danach kannst du machen, worauf du Lust hast. Vorausgesetzt, es funktioniert und bringt dir halt weiter Geld. Ne, sonst ist es halt nicht empfehlenswert. Du musst einfach mit irgendwas anfangen. Und vertrau mir, bau deine eigene Agentur auf. Fertig. So. Und ich meine, auch du selbst jetzt als Kameramann in dem Sinne hast deine eigene Videoagentur. Du machst ja auch Social Media Marketing nur über Video. Das heißt, du schaltest halt keine Ads für andere, so wie wir zum Beispiel oder Funnel, sondern du machst halt Videos oder Fotos für die. Du hast auch deine eigene Agentur. Das heißt also, wenn jemand gut mit der Kamera umgehen kann, bau eine Agentur mit der Cam auf. Hast du keinen Plan, wie man mit einer Kamera umgeht oder sonst was? Super, dann bau Webseiten oder Funnel und schalte Ads. Fertig. Webseiten und Funnel sind halt meistens nur einmalige Geschichten. Deshalb sagen wir halt, schalte Ads. Weil das eine permanente Geschichte ist. Jeder braucht permanent Kunden oder Mitarbeiter. Punkt. Eine Webseite brauchst du einmal und fertig. Dann kannst du halt in ein paar Jahren eine neue machen. Und ein Funnel im Regelfall auch, solange er funktioniert. Deshalb, du musst mal mit irgendetwas starten, um eben über die Zeit Menschen kennenzulernen, die mit dir Erfahrungen teilen und Menschen kennenzulernen, an denen du Erfahrungen sammelst, die dich zu neuen Fragen bringen. Und diese Fragen bringen dich dann zu neuen Erkenntnissen. Und diese Erkenntnisse bringen dich wieder zu neuen Fragen und die wieder zu neuen Erkenntnissen und die irgendwann wieder zu neuen Handlungen, die du vollziehst. So ist der Lauf des Lebens halt irgendwo, weißt du? Und wenn das ist ja das Gleiche, wenn du sagst, ja, wie finde ich von Anfang an die perfekte Traumfrau oder den perfekten Traummann? Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die haben das von Anfang an sofort gefunden. Weil sie sich gewünscht haben oder auch nicht gewünscht haben, wie auch immer. Es hat geklappt. Top, die sind immer noch zusammen. Und dann gab es Menschen, die haben sich das gewünscht und es hat halt nicht geklappt, sondern halt erst bei der 3., 4. oder 5. Beziehung. Sind sie jetzt traurig darum? Nicht wirklich, weil die sind ja jetzt glücklich darüber, dass sie jemanden gefunden haben, mit dem die jetzt auf ewig zusammen sind oder zusammen sein können, obwohl die es vielleicht auch bei den anderen gedacht haben. Aber irgendwo musst du halt anfangen, weißt du? So, du weißt ja nie, ob jemand perfekt ist oder der Traum oder hast du nicht gesehen, ohne vorher mal was ausprobiert zu haben.